Good morning. In the morning. Ich bin Frank der Ent und wir sind zurück zum neunten Let's Play mit Zoo 2 Animal Park und es ist Zucht-Event. Ja, Zucht-Event finde ich immer ganz gut, vor allem wenn es 5 Tage geht. 5 Tage ist natürlich, ja, da kann viel passieren in den 5 Tagen und man kann viel züchten. Also wir haben auch extra einen Zuchtbonus natürlich gestartet. Ich bin aktuell immer noch in der Gemeinschaft. Ja, ich muss einfach gucken, dass ich vielleicht. Also, man hat mir auch geschrieben, Ente, vielleicht ist das auch einfach, weil du 100.000 Mal versuchst, das Pinselohrschwein zu züchten. Ja. Kritik angekommen, das stimmt. Nein, es stimmt wirklich, da hat man recht. Ich züchte, ich sag's ja auch oft selbst immer. Oft genug habe ich mal gesagt, es ist eigentlich Quatsch, diese ganzen Special-Heschel-Tiere da zu züchten, die bringen einem einfach gar nichts. Also die ganzen Tiere, die man auch teuer kaufen kann für viel Geld, die sehen zwar lustig aus, aber wenn man die anfängt zu züchten, dann ist es eher von Nachteil. So. Dreifach 20er Hasen, so muss das sein. Oh mein Gott. Ja, lol. Ja, das sammle ich schon mal für die nächsten. Das ist wirklich, so muss das sein. Stimmt, Hasen muss ich jetzt eigentlich in der Zeit gut züchten, weil ich kriege auf jeden Fall öfter dreifach 20er Hasen hin. Das ist definitiv drin. Müssen wir hier gucken. Nein, nein. Dreifach 11er Koalas. Auch sehr gut. Ach, ich könnte hier eigentlich einen Screenshot machen, ne? Ich wollte letztens schon ein Let's Play machen, aber ja, das Spiel ist so verbuggt gewesen, also wirklich, hier ging irgendwie gar nichts mehr. Boah, ich habe ja eigentlich darauf gehofft, dass ich ein Dings kriege, hier so einen bunten Koala, ne? Naja, wenn nicht jetzt, vielleicht ein andermal. So, 11, 10. Ach, ich kann nur einen gebrauchen. Also eigentlich kann ich einen. Och nein! Es ist immer noch. Es sind so viele massive Fehler irgendwie in letzter Zeit. Also, ich habe ja schon so eine Vergütung bekommen. So 30 Punkte oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht. Für so Freundschaftspunkte oder so. Gut. Hilft mir aber nichts, wenn das Spiel weiterhin. Ja. Weiß ich nicht. Könnt ihr mal aufschreiben, also in die Kommentare, wer auch alles im Moment vermehrt Fehler hat. Würde mich mal interessieren, ob ich immer derjenige bin, der hier das Glück hat. Oder ob es wirklich auch anderen Leuten so geht. Ah, noch was anderes. Ganz krass. Ich erzähle euch was ganz Krasses. Achtung. Wir sind momentan immer noch. Moment. Wir sind momentan immer noch. Der weltbeste Club. Und das mit Riesenabstand. Ich weiß nicht, ob man uns noch einholt. Also, wir haben ja einen abnormalen Abstand. Ein Screenshot machen, das glaubt ja kein Mensch. Also, ich weiß auch gar nicht, ob das. Ja, scheinbar ist das so. Also, gucken wir hier rein. Nickel und Caro haben natürlich richtig reingehauen. Aber auch die anderen, ne, haben echt krass gesammelt. Ich habe auch eigentlich krass gesammelt, aber auch hier sieht man wieder, dass ich wirklich schon lange nicht mehr zu den ja, zu den Top 9 gehöre, ne? Bin ich schon auf der zweiten Seite. Das ist das, was ich meinte, ne? Also ich muss da wirklich mehr wieder normale Tiere züchten und diese ganzen. Ja, hier zum Beispiel, was haben wir denn hier? Hier diese Eule. Kein Mensch braucht diese Eule. Oder, ja, da unten, dieser große Affe, der unten rechts, der, ne? Oder, keine Ahnung, dieser Pavian oder Krake oder Schneehase, glaube ich, auch nicht. Gürteltier. Das sind alles so, eigentlich die Enten auch nicht. Die Enten eigentlich auch nicht. Das sind irgendwie alles so Tiere. Ja, irgendwie brauchen wir die nie. Also einfach bei den Standardsachen bleiben.
Oder hier auch dieser Pfennig oder was das ist. Da oben dieser Sekretär oder da dieser Schuhschnabel oder so heißt der. Und all diese Tiere, es macht gar keinen Sinn. Also ich darf das echt nicht mehr, sonst mache ich mich selbst dadurch, umso mehr Tiere ich habe, umso mehr Tiere ich züchte, die nicht Standard sind, umso schlechter werde ich quasi beim Spenden. Ist halt einfach so, ne? Ja, deswegen, da werde ich auf jeden Fall mich ein bisschen einschränken. So, jetzt gleich gehen wir nochmal rüber. Da habe ich auch noch Tiere in der Zucht. Ich glaube, Schweine und Hasen, da sind auf jeden Fall Drillinge bei. Auf jeden Fall. Und da muss ich auch auf jeden Fall weiter fleißig züchten. Also heute Abend wird direkt wieder reingehauen. Ich versuche ungefähr zweimal am Tag zu züchten. Das wäre so das Ziel. Ja, das wäre schon oberkrass, dass ich da so viele Drillinge wie möglich mitkriege. Ja, das wäre eigentlich gut. Das wäre eigentlich gut. So. Oh, ich habe jetzt hier so viele Bäume und alles. So viele Punkte und ich habe das Gefühl, der Levelbalken bewegt sich halt einfach gar nicht. Der bewegt sich einfach überhaupt nicht. Aber gut. Ist auch eine Art Beschäftigungstherapie hier, ne? Also kann man immer wieder mal ein bisschen gießen, ein bisschen gucken und so, ne? Zack, zack, Crazy Duck. Gucken wir mal eben bei dem anderen Zoo, was da jetzt Sache ist. Ne, erstmal Geld holen. Also da gehe ich mittlerweile wirklich immer hin und hole wenigstens das Geld ab, ne? Also der Zoo ist eigentlich ganz gut dafür. Für alles andere nicht. Also jetzt. Wirklich, ne? Also der ist zu nichts zu gebrauchen. Vor allem, weil diese Tiere unheimlich viel Geld kosten in der Zucht. Also sie verpulvern einfach nur dein Geld. Aber um mal eben das Geld abzuholen, gut, kann man das machen. Kann man machen. So, da hätte man aber nicht extra einen Zoo machen müssen, finde ich. Also das, ja. Ja. So. Dreifach Schweine! Sehr gut. So. Damit sammle ich natürlich die ganzen. Ah, schade, schade, schade. Das wäre total lustig gewesen, wenn jetzt nochmal Schweine wären. Nein! Oh, das wäre echt gut gewesen. Na gut. Auch nicht! Och Mann! Ich habe gehofft, wenigstens die Hasen. Nee. Na gut, dreifach Schweine, dann habe ich jetzt schon 26 20er Schweine. Das ist auch eine ganze Menge. Das darf man gar nicht so. Das ist gar nicht so wenig. Hier müssen wir mal gucken. Da könnte ich vielleicht eher die Koalas reintun hier. Was seid ihr denn für ein Level 4? Dachse, Level 4. Da kann man natürlich rübergehen. Oh, ich erzähle euch was. Ich lade ja manchmal diese Kurzvideos hoch von unseren Hasen, ne? Und ihr wisst ja, ich bin allergisch gegen Heu und so. Und wir haben in der Garage, ich weiß nicht, wer auf meinem anderen Kanal meine Vlogs guckt vielleicht, da habe ich ja die Garage auch öfter schon gezeigt, da ist auf jeden Fall dieser eine Stall von uns. Da haben wir damals einen Balkon gehabt und da war immer ein zweiter Hasenstall und jetzt haben wir aber ein Haus und kein Balkon mehr. Haben halt hier eine Terrasse und so. Und deswegen wollten wir den jetzt verkaufen, weil ich auch mehr Platz in der Garage haben will. Und da war aber noch ganz viel Stroh und alles drin. Es ist eben einer gekommen. Voll lustig, für was sie den brauchen. Gar nicht für einen Hasen oder so. Für einen Huhn. Ein Huhn! Da kommt ein Huhn rein. Ich verarsche euch nicht. Also wirklich. Die kriegt wohl Küken oder so. Also Babys. Und damit die anderen Hennen oder irgendwie so den Babys nichts tun. Oder der Hahn oder ich weiß nicht. Irgendwer auch immer. Kommt die da rein mit ihren Küken oder so. Voll lustig. Ja, das ist. Irgendwie ist das witzig. Ja, so ist das. Deswegen habe ich eben verkauft, da habe ich das ganze Stroh und alles rausgeholt.
Jetzt habe ich ganz meine Nase. Oh, ey, ganz schlimm wieder. Ganz schlimm. Voll lustig, wenn die Amy und die Honey das wüssten, dass in ihrem alten Balkon zu Hause jetzt ein Huhn Kinder kriegt. Oh Gott. Ah. Was macht die da in unserem Zuhause? Kriegt da einfach 10 Kinder. Ja, irgendwie ist das witzig. Naja. Ja, wir hätten den damals nicht kaufen sollen. Der war auch wirklich. Kauft niemals. Ach, was ist das denn? Kann ich die züchten? Habe ich die schon? Ja, die habe ich schon mal gezüchtet. Hä? Biber? Biber, hoch, hoch. Ich, seht ihr, ich wusste es. Die werden mir in der Zucht nicht angezeigt, weil das alles dasselbe Geschlecht ist. Mann, das ärgert mich so sehr. Wie oft habe ich Tiere? Ich meine, okay, die weiter zu züchten ist halt auch Quatsch. Trotz alledem, hier zwei, so einen ändern. So, jetzt kann ich die züchten. Trotz alledem würde ich ab und zu gerne vielleicht mal einen, auch einen Biber züchten, ne? Ja, eigentlich Schwachsinn, aber man muss da echt oft gucken, haben die jetzt dasselbe Geschlecht oder sonst was? Ich finde schon, das müsste immer automatisch gehen. Das wäre viel cooler. Weil so, wer weiß, wie viele Tiere ich habe, die ich deswegen nicht züchten kann, aber weil, ja, weil es auch nicht merke dann. So. Achso, was ich sagen wollte, genau. Kauft euch niemals bei Amazon einen günstigen Hasenstall. Gebt lieber wirklich das Doppelte aus. Klar, hört sich erstmal dann viel an, doppelt, ne? Holt den beim Fressnapf, beim Seelbach oder so, ne? Die sind einfach viel qualitativer. Also, wir haben uns echt geärgert, weil teilweise auch hat der gesplittert. Und das ist ja auch für die Hasen dann nicht so schön, kann, verletzen sich nachher. Ganz dünne Wände und der Boden war aus ganz dünnem Blech. Also so richtig schlecht einfach. Hat aber 150 € bei Amazon gekostet. Dann haben wir uns beschwert, haben gesagt, nee, also das ist ja totaler Schrott. Und dann haben die gesagt, ja gut, wir geben euch 70 € wieder, würdet ihr den dann behalten? Ach, und so blöd, wie wir dann sind. Haben wir gesagt, ach, na gut, na gut. Ja, wir behalten den, ne? Ja, hätten wir besser nicht behalten. Hätten wir besser komplett das Geld wieder genommen. Weil das Ding ist nicht gut. So zu, als zwei zu Hause für auf dem Balkon war es für uns okay, aber sonst, nee. Nee, 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 nee. Und jetzt haben wir halt einen vom Seelbach, so ein richtig tolles Ding. Halt aus massivem Holz, ne? Nicht so, dass in der, innen drin. Ja, so Lufteinschlüsse und alles sind, sondern stabil halt, ne? Mit einer richtigen Wanne und alles viel, viel besser. Ja. Und da sind wir sehr zufrieden mit. Sehr, sehr zufrieden. So. Ich glaube, das war's. Sind wir denn hier schon fertig? Was? 13 Minuten erst? Oh mein Gott. Ich mache da eigentlich immer 20 Minuten. Aber jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich erzählen soll oder zeigen soll. Ah, ich könnte mal ein bisschen helfen. Ja, komm, ich will mal nicht so sein. Ich helfe jetzt hier jemandem. Wem helfe ich jetzt? Der lieben Caro. Oh nein, mein Lieblingsding hier, die Kinder wieder. Die frechen Kinder, die einfach im Zoo rumheulen. So. Ja, das ist mein Lieblingsding. Hier die Raben. Die sehen auch süß aus. Ein bisschen unecht, aber hätten wir auch schöner machen können. So. Hier gibt es gar keinen Farmpass, ne? Fällt mir gerade mal so auf. In allen Spielen mittlerweile. Ah, doch, doch, doch. Gibt's wohl. Nur noch viel schlimmer. Ich hab's vergessen. Dieser Dingspass. Dieses Akademie. Ist ja quasi auch irgendwie ein Farmpass, ja. Nur halt viel teurer. Ja, okay, nee, ich habe mich vertan. Bei einem Farmpass
Ist ja immer, man zahlt so, ja, 5 Euro für den ganzen Monat. Und hat aber viele Vorteile. Ja, hier ist es, glaube ich, ein bisschen teurer, wenn man einen Monat, oder? Ich müsste das mal ausrechnen, was die Akademie in der hohen Stufe für den ganzen Monat kostet. Ob das mehr wie 5 Euro sind, dann könnte ich die ja auch vielleicht mal nehmen. Hä? Warum geht das hier nicht? Ach, da ist auch ein Kind gewesen. Um auch mal zu zeigen. Ja, aber mehr wie 5 Euro würde ich nicht ausgeben im Monat. Ich muss mal gucken. Bei allen anderen Spielen sind es ja mal 5 Euro. Und dann muss ich mir nochmal angucken, was da die Vorteile sind. So, nach Hause. Wir machen die Kiste auf und dann gucken wir mal die Akademie uns an. So. Uff, die Kiste! Komm, zeig, was du da hast. Ja, immer noch dieses Tier. Ich habe jetzt schon so viele Kisten aufgemacht. Dieses Tier, was es geben soll, keine Ahnung. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. So, nochmal 6 Teile davon, ne? Wir gucken mal in, ja, in die Akademie. Wo macht man das überhaupt? Da, ne? Ja. So. Akademie. Ja, Mitgliedschaft. 30 Tage, 60% reduziert. 300 Diamanten. Wie jetzt? Moment mal. Vertue ich mich gerade oder? Was? Das sind ja einfach 30 Euro. 30 Euro im Monat. Oh, ich verstehe es nicht. Und die Silbermitgliedschaft 20 Euro. Und die normale 7 Euro. Aber da kriegt man ja auch hier. Ja, kriegt man ja nur Schrott. Ist schon besser, die anderen. Kriegst du wenigstens legendäre Puzzleteile für die Truhe. Wenn du jeden Tag da online kommst, hast du ratzfatz. Ja, wie viele Puzzleteile braucht man für eine Truhe? Ich glaube, ich habe noch. Habe ich noch ein Puzzleteil? Irgendwo hatte ich, glaube ich, für eine Truhe noch ein Puzzleteil oder so. Würde ich gerne mal wissen, wie viele Puzzleteile man braucht. Weil ich glaube, das war mehr wie 6. Ich meine, das waren sogar 10 oder so. Ja. Keine Ahnung. Finde ich nicht. Find ich nicht. Nee, keine Ahnung. Schwierig, schwierig. Also, nee. Finde ich zu teuer. Also, ja, klar, definitiv viel zu teuer. Selbst das allerbilligste hier, die Bronze-Mitgliedschaft, wo man dann 2 Puzzleteile hier für eine, ja, epische Schatzkiste kriegt. Hier 1%, 1%, 2%. Das ist ja. Ach ja, komm, ey. Nee. Nee, also das ist wirklich. Leute, Leute, Leute. Dann bei, also ich sag mal, die Goldmitgliedschaft für 5 Euro im Monat, das könnte man sich wirklich gut überlegen. Könnte man sagen, ja, warum denn nicht? Aber doch keine 30. Schwierig. Gut. Ich bin damit erstmal raus für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play, wenn wir hoffentlich Erster geworden sind. Boah, ey, das wäre so krass, wenn wir mal. Das wäre wirklich das erste Mal, dass wir Erster werden. Wir haben jetzt noch so einen gigantischen Vorsprung. Das könnte ja tatsächlich klappen, ne? Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.